Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dead Staffel 5 und bei Folge 21. Ne? So, zweiter Versuch, weil eben gerade war ich wirklich so dermaßen am, wie soll ich sagen, am Versprechen des Todes. Aber eben gerade ist mir aufgefallen so, ich wollte ganz entspannt weiterbauen rechts, ne? Und dann sehe ich das hier. Einfach mal aus dem Nichts, ich meine, hat auf jeden Fall was, ne? Und ich habe Angst. Okay, hier ist noch ein Gang, der nach oben geht. Mit Eisen. Dieses Eisen nehmen wir natürlich mit, keine Frage. Weil Eisen ist wirklich wichtig. Ja, wichtig und richtig. So. Genau. Und oben war schon eine neue Baustelle von Bella. Mit einer Windmühle, aber da gehen wir gleich mal hin. Je nachdem, wo wir jetzt rauskommen. Ja, also. Hier ist Kohle, alles klar. Oh, Junge. Also wirklich. Zweiter Versuch auf jeden Fall, die Folge aufzunehmen, war eben gerade wirklich, da habe ich mich versprochen und das war nicht mehr feierbar auf jeden Fall. Deswegen komme ich jetzt hier. Versuch 2 und hoffentlich besser, ne? So, aber ich weiß auch nicht mehr, also was ich dazu sagen soll. Weil ich wollte ja eigentlich weiterbauen jetzt auf unserer Base. Und aber sehe ich diesen Gang hier. Aber wir fahren jetzt die Kohle ab und dann können wir weiter nach oben steigen. Weil Kohle ist wirklich wichtig für EP und für Fackeln, ne? Oh Mann, also. Das scheint wirklich so, als würde Bella die ganzen Folgen mal schauen. Von daher, ne? Nicht schlecht. Dankeschön, Bella. Aber ich glaube, dass die Base irgendwie, dass der Eingang irgendwie, warte mal. Hier ist auf jeden Fall Steinziegel und hier ist. Ah! Wir sind also jetzt bei dem Haus von Bella. Lol. Hallo? Hallo? Ah, danke. Ja, Bella, erwischt habe ich dich. Na gut. Also es hat, ich meine, kein Problem, weil Bella baut sowieso immer sehr schön und detailreich so. Von daher, kein Problem, ne? Aber wir bauen auf jeden Fall weiter. Ah, ja. Nicht schlecht, auf jeden Fall, nicht schlecht. Ne? Also, warte mal, ohne Shader. Oh, lol. Lol. Gar nicht gesehen. Mit Shader. Bam. Ah, ja, es ist wirklich. Auf jeden Fall eine sinnvolle. Ja, ich bin sprachlos auf jeden Fall. Weil ich meine wirklich, Kuss geht raus, Bella. Weil ich meine, genau sowas braucht eine Underground Base. Verschiedene Eingänge und lange, lange, lange Fluren. Fluren, heißt das so? Die Mehrzahl von Flur. Fluren? Flur? Auf jeden Fall ein Riesenflur, also mehrere große und lange Fluren, sag ich mal so. Ah. Eieiei, aber naja. Nö, ich meine besser als gar nichts, von daher. Nee, also. Also es ist wirklich mal wie so eine Art Ü-Ei, wenn ich hier raufkomme, weil jedes Mal als Gefühl so. Nochmal. Weil jedes Mal, wenn ich hier raufkomme, denke ich so, na, hat sie weitergebaut oder nicht, ne? Und jetzt das da, dieser Riesenflur. Aber ich meine, ich finde, wie gesagt, sowas gehört einfach zu einer Underground Base. Auch diese ganz großen Flure, dieser Riesenflur, so. Und ja, einfach nur wow. So, machen wir so. Bam, 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 bam. Na,
Egal. Also ihr müsst wissen, ich bin wieder etwas neben der Spur schon wieder, weil ich, wie gesagt, aus dem Bus eben gerade halt nach Hause kam erst. Weil ich war bei einer Freundin gewesen, so. Ah, mein Bruder, super. Und ich kam aus dem Bus raus, dann kam meine Freundin entgegen mit einem Bier in der Hand, die so, ja komm, trink mal. Ich so, okay, kein Problem, mache ich. Und dann wurde es vom zweiten Bier, dann wurde es eins. Das meine ich halt. Dann wurde er zum zweiten Bier und dann muss ich nach Hause. Also ich war mal einkaufen gewesen eben gerade kurz, was Kleines. Hab nichts gemerkt und mitten im Edeka. Bam. Ne, aber kann man nicht ändern auf jeden Fall. Aber ich meine, so aufs. Ach, nee. Einfach nein, ne? Dum, 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 dum. Genau. Die Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer sein wieder, weil ich, wie gesagt, kaum Zeit habe aktuell. Wirklich, weil ich noch. Weil ich habe extrem Hunger. Und cutten kann ich auch nicht, weil ich immer noch kein vernünftiges Programm gefunden habe, was auch kostenlos ist. Und die Videos auch nicht. Und das. Alter! Mann! Also. Ich kann nicht cutten, weil ich immer noch kein vernünftiges Programm gefunden habe zum Videos schneiden. Also ich habe zwar eins, aber bei dem Programm wird die Datei vom Video extrem groß. Also normal immer so bei 11 Minuten circa Pi mal Daumen 550 MB groß. MB ist groß, so, ne? Kein Problem. Geht sogar. Naja, es geht relativ schnell auf jeden Fall zum Hochladen. Aber bei der. Wir sind bei der Aufnahme eben gerade, bei der Aufnahme vor ein paar Wochen, bei Folge 10, glaube ich, oder Folge 9, da habe ich halt mit dem Cut gemacht und halt die ganzen Clips zusammengefügt und zu einem Video gemacht halt, ne? Aber, das Problem ist einfach, die Qualität von dem Video war extrem scheiße und die Datei ist einfach mal von, ich glaube, 600 MB auf schöne, angenehme 1,6 GB groß gewachsen. Also die Datei wurde extrem groß einmal und die Qualität plus die FPS waren trotzdem richtig beschissen. Das heißt, einfach ohne Cut aufnehmen, auch nur mit OBS aufnehmen und dann hochladen und so fort ist besser, als wenn ich jetzt irgendwie, ne, mit Cut und so, weil dann die Qualität vom Video extrem scheiße ist und die Datei größer wird aus dem Nichts. Ach Mensch. Mein Gott. Hallo. Hä? Wen wollt ihr verarschen hier? Hallo. So, genau. Perfekt. So. Jetzt aber so. Genau. Also wie gesagt, die Datei wird extrem groß und die Qualität sinkt einfach pro Video. Und das Problem ist einfach, durch diese größere Datei, so, steigt auch die Uploadzeit von dem Video extrem an. Also wirklich extrem an. Deswegen will ich halt so wenig cutten wie möglich auf jeden Fall. Damit halt das Video relativ schnell hochgeladen wird. Ne? Aber genau. So. Wir machen das Dach nochmal fertig. Und dann sind wir schon wieder bei. Oh, gut. Fast 9 Minuten auf jeden Fall. Das ist okay. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Super, einfach nur. Mensch, diese ganze Scheiße hier. Mütter voll. Tausch mal so. Genau. So, jetzt machen wir das Dach hier nicht mehr fertig. Die Decke meine ich. Die Raumdecke so. Oh. Junge. Als du angetrunken zu zocken, angetrunken zu spielen und aufzunehmen parallel, ist doch sehr, naja, ne? Ein bisschen kritisch.
weil darunter auch dann meine Aussprache leidet und meine allgemeine Stimme und die Sachen, die ich sage, vom Niveau her leidet auf jeden Fall. Aber ich versuche halt so deutlich und gut wie möglich zu sprechen, weil auch nüchtern bin ich relativ ungesprächig, weil ich halt, wie gesagt, diese auf. Hä? What the fuck? Egal. War halt auch nüchtern, auch teilweise echt nuschel und mich verrede tausendmal. Das ist wirklich fürchterlich. Das Ding ist halt, ich weiß nicht woher. Keine Ahnung, woher es kommt. Das fing irgendwie 2019 an. Da habe ich aber auch relativ immer schnell gesprochen. Deswegen, ne? Aber auch so, beim normalen Reden, langsam und entspannt, läuft's besser, keine Frage. Aber auch irgendwie teilweise manchmal auch richtig blöd. Deswegen, aber naja. Gut. Ein Stack so. Ein Stack so. Und ein Stack so. Perfekt. Die Saplings brauchen wir natürlich noch. Denn so. So ein bisschen, ne? Müsste reichen eigentlich. Aber genau. Wie gesagt, deswegen wollte ich ja auch letztens vor 2 Tagen nicht aufnehmen mehr, weil ich da einfach ein bisschen zu betrunken war. Also, naja, angetrunken eher. Also betrunken bin ich nicht, aber angetrunken ein bisschen. Und, ne, es wäre halt ein bisschen, weiß ich nicht. Wo sind die? Da. Da. Zwei davon. Das ganze Inventar wieder voller Müll. Das ist wirklich. Warum habe ich diese Scheiße im Inventar? Mann, 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 ey. So. Jetzt aber. Genau. Guck mal. Perfekt. Ja. Ist ja an sich. Genau, auch in Ordnung auf jeden Fall. So, aber ich würde sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, euch gefällt die ganzen Videos und das Projekt und allgemein das Projekt so. Ja, habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.